dass es auf zwei Seiten Velospuren hat, finde ich gut. Und vor allem noch Breite. Es hat ja Spuren, die so schmal sind, dass man, wenn ein Lastwagen kommt, gerade muss aufs Trottoir flüchten. Sagen wir, vorher mit dem Auto hatte ich einen Haufen Platz gehabt, oder? Jetzt habe ich natürlich durch das habe ich jetzt noch weniger Platz. Wenn ich denke, da kommt ein Velofahrer und auf der anderen Seite könnte ein Velofahrer. Jetzt schaut mal, da haben wir vielleicht noch 3 Meter. Und wenn zwei Autos kommen, wie soll denn das aufgehen? Ich fahre ja da mit dem Auto durch. Es geht leid, wie ich es damit gemacht habe. Aber ich finde, es hat immer noch genug Platz. Also ich glaube, es geht gut, so übersichtlich. Haben Sie dann etwas gemerkt von dieser Veränderung hier an der Brandstrasse? Nein, das war eigentlich nie schlecht, das Stück zu fahren. Wie weit das einem dann das Auto gleich überrollt, das wird sich zeigen. Ich weiß bis jetzt nicht. Die Sonnenbergstrasse ist ja auch so. Ich habe jetzt nichts davon gemerkt. Also die Velostreifen sind mir aufgefallen, aber vortrittmässig oder so ist mir jetzt nicht aufgefallen. Aber ich finde es immer gut, wenn wir es testen.